Für uns in der Aluminiumindustrie ist das Thema Kreislaufwirtschaft und Recycling der größte Hebel, CO2 einzusparen. So benötigen wir beispielsweise für das Wiedereinschmelzen und Recyceln von Aluminium nur 5% der Energiemenge, die wir für den Prozess zur Herstellung des Primäraluminiums benötigen. Wir als Alunorf versuchen dabei, besonders exzellente Prozesse zur Anwendung zu bringen, um auch hier einfach innovativ zu sein. Neben den Prozessen ist auch die Anlagentechnik für uns von besonderer Bedeutung. Daher haben wir bei Alunorf in sehr innovative Technologien investiert. Das Batch Intelligence System hilft uns, unsere Chargen so zu kalkulieren, dass wir möglichst viele Schrotte einsetzen können. Das hilft uns auf der einen Seite, unsere Schrotteinsatzrate nach oben zu bringen und auf der anderen Seite den Einsatz von Primäraluminium nach unten. Mit dieser Investition können wir bis zu 500.000 Tonnen CO2 jedes Jahr entlang der gesamten Wertschöpfungskette einsparen. Das ist ein klares Commitment zur Nachhaltigkeit und ein klares Commitment für diesen Standort. Am Anfang eines jeden Barrens steht die Charge. Die Charge besteht aus verschiedenen Kreislaufmetallen, sowohl intern als auch extern. Die Qualität des Produktes ist abhängig von der Qualität der eingesetzten Schrotte. Je besser die Sortierung der Schrotte passiert, umso ressourcenschonender können wir unsere Produkte am Ende herstellen. Je mehr Kreislaufschrotte wir in unseren Chargen einsetzen können, umso weniger Primäraluminium benötigen wir. Dies reduziert nachhaltig den CO2-Footprint unserer Produkte. Und hier kommt unser BIS ins Spiel. BIS hilft uns dabei, die Schrotte noch besser zu sortieren, einzulagern und zum optimalen Zeitpunkt in die optimale Charge einzusetzen. Dadurch reduzieren wir den Anteil an Primäraluminium und schaffen es, noch nachhaltiger zu werden. Das BIS wurde passgenau für uns entwickelt und ist in der Branche einzigartig. Mit unserem Batch Intelligence System verarbeiten wir unsere Kreislaufmetalle. Kreislaufmetalle sind Qualitätsschrotte von unseren Produktionsanlagen, aber auch von unseren Kunden und von unseren Partnern. Die Qualitätsschrotte werden in Schrottkübel gesammelt und zu BIS transportiert. Dort werden sie eingeschleust, erfasst und verwogen. Kübel werden entweder ins Lager gestellt oder aber direkt mittels Kippvorrichtung in unsere Chargierkörbe gekippt. Die Chargierkörbe wiederum werden in unseren Schmelzofen eingesetzt, um dort die neue Charge herzustellen. Hinter dem BIS steht eine komplexe Anordnung von 7 IT-Systemen, über die die Daten gesammelt und verarbeitet werden, um mit dem vorhandenen Material die optimale Charge zusammenzustellen. Für jede Kiste, die aus dem Lager geplant wird oder für die an der Schleuse entschieden wird, ob sie in einen geplanten Korb eingesetzt werden kann, werden um die 100 Eigenschaften, Grenzen und Vorgaben berücksichtigt. In dieser Komplexität gibt es das sonst nirgendwo. Hier beim BIS treffen moderne Technik und moderne Software aufeinander. Zum einen das automatisierte Transportsystem und auf der anderen Seite der Optimizer, der die Charge zusammenstellt. Ein großer Treiber neben dem Recycling-Gedanken war auch, die Sicherheit in der Metalllogistik deutlich zu verbessern. Der Automatikbereich und auch der Automatikkran stellt die Kübel so strukturiert im Lager ab, sodass man eine deutliche Verbesserung der Arbeitssicherheit erkennen kann. Kübel können sich nicht mehr ineinander verhaken und bei Aufnahme eines Kübels können nicht andere Kübel mitgezogen werden. Wird dann eine Charge gestellt, weiß der Kippmanipulator, ob in dem Kippbereich auch Personen stehen. Das erkennt er über ein Lichtschrankensystem. Und dieses Lichtschrankensystem sichert unseren Mitarbeiter davor, dass Material aus dem Kübel fallen und sie treffen kann. Auch hier haben wir einen deutlichen Fortschritt zur Arbeitssicherheit geleistet. Das BIS-System selbst hat uns die Möglichkeit geboten, auch die Gehwege in der Schmelzerei deutlich sicherer zu gestalten. Wir konnten weiter weg von den Öfen, wo Flüssigmetall gehandelt wird, und wir konnten auch Gehwege physisch abtrennen und somit auch vom Staplerverkehr die Person schützen. BIS wirkt sich auf das ganze Aluminiumschmelzwerk aus und ist für uns der Ausdruck für Best in Safety. Uns Mitarbeitern ist wichtig, dass die Alunorf nachhaltig investiert in die Zukunft. Das haben wir mit diesem Projekt geschafft. Und wir haben die Möglichkeit,
eine neue Maschine, die es so auf der Welt noch nicht gibt, in Betrieb zu nehmen. Das macht uns verdammt stolz, dass wir die Ersten sind. Eine Technologie für die Zukunft, wo wir als Mitarbeiter stolz drauf sind, ein Teil dieser Familie zu sein. Das macht Alunorf aus.